Hallo liebe Zuschauer, die 35. Folge Call of Duty Black Ops 2 Bot Match. Bin ich jetzt durcheinander gekommen? Ich glaube nicht. Ja. Dieses Mal soll ich Herrschaft auf Raid spielen. Und weil mal wieder so ein Schlingel mich failen sehen will, dieses Mal hauptsächlich als Sniper unterwegs. DSR 50 mit variablem Zoom. Dazu soll ich die R870 Schrotflinte nehmen. Zwei Primärgranaten, der Rest ist egal. Und als Punkteserien soll ich Hunterkiller, Hellstorm-Rakete und AGR nehmen. Außerdem soll ich die Bots auf die zweitstärkste Stufe stellen. Das ist hiermit geschehen, Soldat. Und habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Let's go! So, versuchen wir unser Bestes. Wenn ich überhaupt irgendeine Abschussserie erreiche, spendiere ich mir nachher schon mal ein Eis. Ich mag Eis. Habe ich es schon erwähnt? Charlie ist abgesichert. Der Feind hat Alpha eingenommen. So, da ist niemand. Doch, da hinten. Wie kann ich nochmal? So kann ich zoomen, genau. Ja, das war jetzt ganz schön unspektakulär hier hinten. Meine Mine nehme ich wieder mit. Und dann versuchen wir doch mal, uns A zu schnappen. Ich brauche ja schließlich auch ein paar Punkte. Na komm schon, ach ja, hey. Also die Sache mit der Schrotflinte, die wird mir, glaube ich, noch ein paar Kopfschmerzen bereiten. Jetzt muss ich auch noch B zurückholen. Geht weg. Okay, das war einfach. Leck mich am Arsch. Ich habe 3 Kilometer von dieser Granate weggestanden. Okay, gut. Lassen wir das jammern. So. Da sehe ich auf der Karte einen Gegner, den haben sie aber schon weggeputzt. Wunderbar. Dann gehen wir mal hier ins Haus, da dürfte die Schrotflinte einigermaßen gut kommen. Ja. Okay, das war ein Glückstreffer. Aber den nehme ich gerne. Das tue ich mir jetzt nicht an mit der Schrotflinte auf kurze Distanz. Aber hier hinten müsste es einigermaßen sicher sein jetzt gerade. Bitte, 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 bitte. Ich will ein Eis. Jawohl, Hunterkiller. Das sind 2 Kugeln Eis für mich. Jetzt ist nur noch die Frage, was für ein Eis. Schreibt mir noch ein paar Vorschläge in die Kommentare. Vielleicht lese ich es noch rechtzeitig, vielleicht auch nicht. Gehe ich heute schon Eis holen? Ich weiß es nicht. So, jetzt wird hier erstmal alles vermint. Ich hatte nämlich keinen Bock, jetzt hier weggeballert zu werden. Und dann starten wir die Raketenscheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein Abschuss. Der Pilot war betrunken. Wow. Moment, Raketen haben keinen Pilot. Ey, der war 100 pro drauf, der Schuss. Ach naja, was soll's. Der ganze Spaß nochmal von vorne. Wieso verlieren wir eigentlich gerade? Kam mir das mal eine... Ah! Ich weiß, warum wir verlieren, weil ich scheiße bin. Da hinten ist einer. So. Jetzt ist er schon wieder weg. Hallo. Hab ich... Stimmt, jetzt wo ihr es sagt, ich habe keinen blinden Überwacher drin. Das ist natürlich... von Nachteil. Oh, ich will Punkte. Verbündete Kriegsmaschine eingesetzt. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört.
zerstört. Okay, das war jetzt wohl nichts mit der Mine. Bam. Abschuss bestätigt. Das ist echt ein scheiß Spot hier. Da sitzt du so mega exponiert, weiß gar nicht, wo du hingucken sollst. Wer schießt als nächstes auf mich? Hä? So. Wie ich diese Schelme kenne, werden die sich jetzt gleich wieder B schnappen wollen. Alle Flaggen gesichert. Oh, da war schon einer. Ja, genau. War da noch einer? Ja, da hinten. Wir verlieren Bravo. Oh mein Gott, du Hardscout-Noob. Wir liegen in Front. Wir haben B verloren. Die Zeit ist fast um. Jawohl, dem habe ich noch M mitgegeben. Jetzt noch schnell den Hunter-Killer raus. Hunter-Killer-Drohne bereit zum Einsatz. Alle Flaggen gesichert. Aktuelle Position. Ja, was mache ich denn jetzt noch mit den 15 Sekunden? Ich will jetzt nicht drauf gehen, ich will die anderen Abschussserien noch voll kriegen. Alpha wird gesichert. Der ist tot. Alle Flaggen gesichert. Und Pause. Ja, 9-5, keine Glanzleistung, vor allem nicht gegen Bots auf Soldat, aber ich bin gerade Maximum verpeilt und vor allem... Alter, wie präzise schießt der mit dem Ding bitte, bei mir wackelt das wie Sau. Und vor allem... mit beiden Waffen scheiße. Aber ich werde mir Mühe geben, dass es jetzt in der zweiten Halbzeit, zweiten Hälfte... etwas besser läuft. Nehmen wir erstmal Punkt A ein. Alpha wird gesichert. Alpha! Genau, die Rakete ist bereit. Ich glaube, ich kann sie sogar schon benutzen. Nope. Sie dürfen das nicht benutzen. Immer noch nicht. Oh ja, gib mir Punkte. Komm schon. Punkte, nicht Hunde. Gib mir Punkte, habe ich gesagt. Ja, es ist irgendwie ein Fluch hier in dem Haus in letzter Zeit. Okay, irgendwas habe ich getroffen, das ist schon mal sehr nice. Jawohl! Oh, der war geil. Der war, muss ich schon sagen, nicht schlecht geschossen. Dann würde ich sagen, ruf mir doch mein... Ah! Benehmt euch. Ruf mir doch den AGR zu Hilfe. Und vor allem holen wir uns mal einen Spot zurück, weil... Na? Och ja, leck mich doch am Arsch. Weil nämlich wir sonst verlieren und das wäre ziemlich kacke. Da war ich gerade völlig überfordert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gerade nicht, welcher Knopf für was ist und habe auch die Sticks verwechselt. Geh weg. Das ist mein B, okay? Meine. Jawohl. So, der wird gleich eine Menge Freude haben, wenn er da hochkommt. Alter, was ist denn das bitte? Ist der besoffen? Ach, der schießt auf die Mine. Nimm diesen. Ja, habe ich noch erwischt. Er hat mich gekillt, aber ich habe ihn noch erwischt. Das ist mir jetzt erstmal am wichtigsten. Babum. Ist mein AGR schon wieder weg? Hä? Der ist zu weit weg für die Schrotflinte. Aber jetzt. So, du kommst mir da nicht mehr lang. Da oben kommt mir jetzt auch keiner mehr lang. Den Hunter-Killer schlonzen wir einfach mal darüber. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Der Feind hat Bravo. Alpha wird gesichert. Oh, Double-Kill mit dem Hunter-Killer ist schon mal sehr gut. Da kommt wahrscheinlich keiner der Gegner lang. Brauchst also auch nicht blöd hier rumhocken. A wird gesichert. Nein, da ist nichts. A
ist abgesichert. Du wusstest, dass ich hier langkomme, gibst du. Cheater. Sie sind tot. Nein! Das gibt jetzt aber. Uff, die Nuss. So. Den Spot hätten wir gerettet. Da sind noch Jungs. Boah. Na komm schon. Ha. Ich meine, ich kann von Glück reden, dass ich auf Soldat spielen darf, sonst wäre die Aktion eben mördermäßig in die Hose gegangen. So, den Hunter-Killer haben wir auch schon mal wieder am Start. Die Mine, keine Ahnung, wo die jetzt gelandet ist. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Jetzt kommt hier gleich einer hoch, oder auch nicht. Ah, Mist, da war ich zu langsam. Hunter-Killer-Zeit. Oh, da war sogar einer. Oh yeah. Da hinten, da hinten, hinten. Och, jetzt läuft er da runter. Langweile. Babum. Babum. Nein, nein! Jetzt war ich ganz kurz gestunt von der Explosion hinter mir und konnte mich nicht hinlegen. So ein Scheißtrick. Das war nur ein Abschuss, das war ein bisschen blöd. Jetzt versuche ich trotzdem nochmal einen Abschuss mit dem Sniper-Ding zu machen hier. Da ist gerade nichts los. Da ist auch nichts los. Dann halt nicht. Ja gut, also 29-10 ist vor allem gegen Bots auf Soldat keine großartige Leistung. Aber ich hatte alles drin, was gewünscht wurde, wobei ich nach wie vor nicht weiß, was mit meinem AGR geschehen ist. Es wird wahrscheinlich für immer ein Mysterium bleiben, vielleicht finde ich es auch raus, wenn ich mir nachher die Aufnahme nochmal anhöre. Weil ich ja erst dann erfahre, was der Spielton war. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!